Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu den heutigen 5 Fragen, die ich heute stellen darf. Ich freue mich sehr, dass ich heute dem Herr Dr. Med Bircher meine Fragen stellen darf. Herzlich willkommen. Willkommen. Kommen wir gleich zur ersten Frage. Und zwar, was nehmen Sie persönlich für Ergänzungsmittel? Oder nehmen Sie überhaupt irgendwelche Ergänzungsmittel? Ja, also meine Frau und ich, wir nehmen im Moment Glutathion von MSC und wir nehmen Vitamin C und wir nehmen noch Alpha-Liponsäure. Mhm. Das kommt daher, dass wir sehr stark belastet waren mit Strahlen dort, wo wir vorher wohnten und wir unser Neurosystem schützen wollen damit. Sonst nehmen wir nichts, auch keine Medikamente. Eisen nehmen wir noch. Mhm. Eisen. Meine zweite Frage gleich schon. Was bedeutet für Sie Spiritualität bezogen auf die Gesundheit? Ja, also das ist eine wichtige und große Frage, nicht wahr? Es gibt hier eben die Arbeiten von C.G. Jung, welche in der Klinik Burghölz in Zürich Arzt war und seine Habilitationsarbeit gemacht hat mit schizophrenen Patienten. Die Diagnose Schizophrenie, das hatte schon Vater Bleuler hatte diese Diagnose eigentlich geprägt. Und Jung hat festgestellt, dass eigentlich jeder Mensch braucht etwas, dass er das höher ist, dass er braucht einen Glauben an etwas Höheres. Und das hat er, um es neutral zu benennen, Numinosum genannt. Nicht mhm. Gott, sondern Numinosum. Und er hat festgestellt, dass wenn der Mensch den Glauben an etwas, das höher ist, als er verliert, wird er schizophren. Und er hat das sehr schön gezeigt, auch am Beispiel von Nietzsches Zarathustra, der ja eigentlich selber sich immer mehr zur Gottähnlichkeit, zur Perfektion bilden wollte und dann eben, als er so weit war, dass er nichts mehr Höheres glaubte, als er selber wurde er schizophren. Mhm. Das ist sehr wichtig auch wegen dem Glauben, nicht wahr? Der Glauben an im christlichen Sinn oder anderem Sinn ist sehr weitgehend verloren gegangen in den Menschen. Aber sie sind alle sehr gläubig. Sie glauben an die neue Religion der Digitalisierung, dass das die Menschheit glücklicher machen werde. Sie glauben an eine sich selbst regulierende Marktwirtschaft, wenn sie weltweit geöffnet wird. Sie glauben an das Fußball und so weiter. Es gibt in dem Sinn eigentlich keinen Atheismus. Sie haben einfach andere Gottheiten. Und eben, es gibt Glauben, welcher beruhigt, welcher das Gefühl von Sicherheit gibt. Das waren die großen Weltreligionen, die haben darum Erfolg gehabt, weil sie die Sicherheitsgefühl den Menschen gaben. Und diese Glaubensarten, die heute sind, die machen die Menschen nicht glücklich, weil sie ihnen kein Gefühl der Sicherheit geben. Eigentlich, dass die Sicherheit und verstanden zu werden, eigentlich die beiden Grundbedürfnisse sind der Menschen. Mhm. Und das, so kommt es, dass man eigentlich sehr wenig und sehr selten glückliche Gesichter sieht auf der Straße. Ich finde, Sie haben das jetzt sehr elegant erklärt. Ja. Wollen wir gleich zu der nächsten Frage gehen, und zwar die dritte Frage. Ich denke, da haben Sie sicher viel dazu zu sagen, und zwar, wie ernähren Sie sich? Ja, also wir ernähren uns zu etwa 3/4 von Rohkost. Wir essen viel Obst, Nüsse, Mandelmilch, wir machen Salat. Wir machen auch am Mittag
meistens, je nach, besonders im Winter, noch ein Gemüse, etwas Kartoffel, Gemüse, etwas Vollreis. Das ist ja in dieser Weise, und trinken Kräutertee dazu und sind damit glücklich und fühlen uns wohl. Am Abend essen wir frugal, wir machen ein Birkenmüsli, das eigentlich eine Früchtespeise ist, mit Nüsse und Tee dazu. Und am Morgen ähnlich. Es genügt am Abend ein paar Früchte und Nüsse und einen Tee zu nehmen, dann schläft man viel besser. Und Sie haben nie Lust, irgendwie mal wieder in einen Käse reinzubeißen oder irgendeine Prinzenrolle oder so? Ja, also Käse, das Verlangen nach Käse, das ist dann eigentlich nicht vorhanden. Wenn ein Käse im Kühlschrank ist, weil unser Hund manchmal als Belohnung etwas Käse bekommt, dann kann es sein, dass ein kleines Stücklein davon verschwindet von irgendjemandem. Weil Käse ist halt wie Schokolade, so ein Reizmittel. Mhm. Aber wir brauchen es in der Nahrung nicht. Ja. Man kann so schön eben mit Olivenöl und mit Kräutern, kann man wunderbar auch eben die Gemüse und Reis und Kartoffeln würzen. Mhm. Meine nächste Frage wäre, denken Sie, unsere Psyche ist für unsere Krankheiten verantwortlich und im Umkehrschluss auch für unsere Gesundheit? Also, dass die Psyche eben einen starken Einfluss hat auf die Krankheit, das ist gegenseitig genauso der Fall. Eigentlich die Trennung von Psyche und Körper ist eine künstliche Sache. Man kann seelisch nicht heilen, wenn nicht auch der Körper heilt und umgekehrt. Darum sollte eigentlich jeder Arzt diese beiden Elemente gleichzeitig betreuen und heilen, und damit die Patienten heilen. Mhm. Also ich bin auch dieser Überzeugung, ich finde das auch sehr interessant, weil eigentlich ist es auch so, dass die meisten Mediziner eben nur biologisch und halt eben auf deinen Körper achten. Dabei kann die Ursache auch oft eben in der Seele liegen oder irgendein Trauma aus der Kindheit. Das ja. Finde ich noch interessant. Ja. Wollen wir die letzte Frage, und zwar: Was denken Sie, müsste sich an unserem Krankheitssystem ändern, damit wir ein Gesundheitssystem hätten? Ja, also es gibt auf der einen Seite das medizinische Paradigma, die medizinische Schule. Die medizinische Schule und der Teil der Wissenschaft, welcher angewendet wird, dann tatsächlich, der behandelt nicht die Ursachen der Krankheit. Und das ist der Grund, dass eben alle Krankheiten, praktisch alle, die unsere Arztpraxen und Spitäler füllen, massiv zunehmen. Wir können sie bezeichnen als Zivilisationskrankheiten, weil sie kommen von unserer Zivilisation, von unserer falschen Lebensweise in Bezug auf unser biologisches System und auch unsere Psyche. Und der andere Aspekt ist dann der Versicherungsaspekt, und da sollte eigentlich alles ändern. Das ist ganz falsch. Das fördert nur Krankheit. Es belohnt nur Therapien, welche eben nicht die Ursache angehen der Krankheiten. Und die Ursachentherapie, die Diätetik und die Lebensweise, die seelische Betreuung der Patienten, das wird nicht belohnt. Mhm. Und das ist ein großes Problem, dass eigentlich heute die Ärzte, die sich nicht dagegen wehren, zu Handlangern der Pharmaindustrie geworden sind. Und darum werden immer mehr Menschen krank. Alte Menschen nehmen 8 bis 12 Medikamente. Es ist ganz schlimm, das zu sehen. Medikamente gegen die Nebenwirkungen noch einmal. Und das macht ihr ganzen Körper kaputt. Mhm. Ja, es ist wirklich verheerend, denn eigentlich ist ja der Mensch geboren und hat sich mit der Evolution dann zu sagen wie angepasst. Und dass man jetzt durch irgendwelche Medikamente diesen an der Evolution angepassten Menschen verändern muss, finde ich, macht für mich einfach nicht so viel Sinn.
Also ja. Im Laufe der Zeit hat sich ja eben der Homo erectus ja auch verändert zu einem Homo sapiens und der einfach in diese Welt passt und dass wir jetzt irgendwelche Medikamente nehmen müssen, um das zu verändern. Dabei kommen diese Medikamente ja nicht aus der Natur. Das finde ich einfach ein bisschen komisch. Ja, es ist eine Frage der Lebensweise, nicht wahr? Und der Art der Behandlung, solange wir eben die Krankheitssymptome als Krankheit betrachten, werden diese unterdrückt. Das ist verständlich, aber damit machen wir die Krankheiten nur chronisch. Die Krankheitssymptome, die entstehen ausschließlich durch die Abwehr des Körpers, durch das biologische System, das wieder zurückführen möchte in die ursprüngliche Ordnung. Und wenn man eben die Symptome unterdrückt, dann wird alles nur chronisch. Und das ist, was heute passiert. Mhm. Herr Becher, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie meine Fragen beantwortet haben. Und gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Bis zum nächsten Mal und Ade miteinander.